Das ist für mich die Seebrückenbewegung. Europa sind die Kolleginnen und Kollegen von Amazon, von Ryanair, die für gute Arbeit, für gute Löhne kämpfen. Ich streite für eine andere Politik, für eine Politik, die sozialer ist, die friedlicher ist und die ökologisch nachhaltiger ist. Das Europa, liebe Genossinnen und Genossen, für das ich stehe, ist das Europa der Menschen, ist das Europa der Millionen und nicht der Millionäre und Konzerne. Die reale Politik in der Europäischen Union hat in den vergangenen Jahren dazu beigetragen, dass immer mehr Menschen verarmt sind. Lasst uns diesen Europawahlkampf zu einem Wahlkampf für Gerechtigkeit machen, für soziale Errungenschaften, für Menschenrechte und Frieden. Ich streite nicht für ein Europa, in dem Deutsch gesprochen wird, sondern ich stehe für ein Deutschland, das europäisch ist.